Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trüberbrock. Wir haben ja gerade mit diesem Computer hier gesprochen, Barbarossa 2000 oder so. Hat irgendwie gerade gequalmt, haben wir das geöffnet gehabt. Und jetzt versuchen wir durch diese Kannst Tür mich da vielleicht doch durchlassen. Es tut mir leid, ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Sie können aber gerne hier warten. Ich würde Ihre Gegenwart genießen, aber ich darf nur Personen Zutritt gewähren, die ich kenne. Ich kenne. Aber er kennt uns. Aber du kennst aber mich du doch. Aber du kennst mich doch. Ja, Sie sind Hans. Stell dir vor, Dr. Römmler kommt nicht wieder, dann wäre ich dein einziger Freund. Sind Sie mein Freund, Hans? Ja. Ich bin dein Freund, Barbarossa. Das freut mich sehr. Oh, süß, ihr beiden. Nehmt euch ein Zimmer. Jetzt, wo du mich kennst, würdest du mich durchlassen? Aber wenn ich sie, dich, durchlasse, bin ich wieder allein. Kommst du mich wieder besuchen? Pfadfinder-Ehrenwort. Zugang gewährt. Oh, ich dachte, wir müssen ihm irgendwie so ein Paradoxon oder sowas stellen, dass er dann verwirrt ist und einen Kurzschluss hat oder so. Aber so geht's auch. Wir sind jetzt Freunde. Oh. Das ist es. Gott, da ist jemand. Das Saturnportal. Da ist jemand. Hallo? Du hast keine Ahnung, oder? Wie meinst du das? Quantenphysiker, dass ich nicht lache. Ist das eine Pistole? Weg da, Bürschchen. Ich sehe keinen Grund zur Gewalt. Hey, hey, hey. Wer wird denn gleich? Bambi, du auch, rüber da. Gretchen, was soll das? Du hast wohl nicht mehr alle Schienen am Gleis. Ihr werdet mir nicht im Weg stehen. Du hattest deine Chance, Tannhauser, aber du musstest mir ja unbedingt hinterherlaufen wie so ein Hündchen. Das hast du jetzt davon. Aber du hast mich doch mitgeschleppt. Schnabel halten. Bitte, Sie verstehen das falsch. Ich brauche Hilfe. Was bist du denn für eine Wurst? Lächerliche Würmer seid ihr. Vor dem Saturnportal stehen und keine Ahnung haben. Ta! Was geht jetzt ab? Tannhauser und Taft sitzen jetzt im selben Boot. Aha. Ihr bleibt jetzt hier, ihr Ottos. Aber vorher könnt ihr euch von dieser dämlichen Blechbüchse verabschieden. Die geht mir schon die ganze Zeit auf den Zeiger. Nein! Okay, das habe ich irgendwie nicht erwartet. Tschüss! Tschüss! Manche Menschen sind Ganoven, andere nicht. Ja, so ist das. Ich kann nicht glauben, dass Grete mich so hinters Licht geführt hat. Tja, tut mir leid. Das wollte ich jetzt auch wieder nicht. Wer sind Sie? Und was machen Sie hier überhaupt? Sie waren das! Letzte Nacht bei mir im Zimmer! Gemach, Gemach. Sie haben sicherlich viele Fragen. Das können Sie wohl glauben. Aber zuerst sollten wir uns aus dieser misslichen Lage befreien. Ich nehme an, Sie haben einen Plan, wie wir diese Tür aufbekommen? Sie wissen wohl, was Sie da tun. Wer sind Sie eigentlich? Ich heiße Lazarus Taft und ich bitte, die späte Vorstellung zu entschuldigen. Er ist Lazarus. Ich bin Reisender, wenn Sie so wollen. Herr Taft, sehr erfreut. Tannhauser, Sie haben also meine Aufzeichnungen gestohlen. Ja, das war ich. Glauben Sie mir, ich hätte das nicht getan, wenn alles nach Plan gelaufen wäre. Eigentlich wollte ich Sie um Hilfe bitten, aber dann wurde ich von ihr überrascht. Ich weiß, dass es nicht okay war, Ihre Aufzeichnungen zu stehlen. Und es tut mir leid. Ich hätte sie Ihnen auch zurückgebracht. Wirklich. Aber was wollten Sie bloß mit meinen Aufzeichnungen? Das sind doch nur Notizen. Ein paar Kritzeleien. Tja, ich hatte gehofft, damit die richtige Quantenfrequenz einzustellen. Es ist so, ich bin eigentlich nur ein einfacher Reisender. Ich habe keinen Plan von Quantenmechanik. Jedenfalls nicht genug, um das Portal zu verstehen. Sie reden wirres Zeug. Jetzt ist nicht der beste Zeitpunkt, um da ins Detail zu gehen. Okay.
Okay, okay. Aber was hat das alles mit mir zu tun? Ich brauchte Ihre Hilfe. Sie waren das letzte Puzzlestück. Ich bin über Ihren Artikel in Science Today gestolpert und war 100% sicher, dass Sie der Richtige für mich sind. Um mir zu helfen. Um nach Hause zu kommen. Was zum Geier ist ein Saturnportal? Was meinte sie damit? Das ist eine Metapher. Eigentlich ist das ein ganz gewöhnliches Quantenportal. Du kannst damit in andere Dimensionen reisen. Weit entfernte Sterne und Galaxien. Da komme ich her. Und das ist alles real? Haben Sie eine Ahnung, wer dieses Portal erbaut hat? Die Station hier wurde jedenfalls von der Millennium-Kooperative errichtet. Ich glaube, irgendetwas ist schiefgelaufen, als ich durch das Portal gekommen bin. Sie haben mich mitgenommen und kurz danach die Station aufgegeben. Aber das Portal haben sie ganz sicher nicht gebaut. Wer dann? Wer weiß? Vielleicht ein Naturphänomen? Ein geologischer Wirbel? Ein hochintensiver Meridian? Ein kosmischer G-Punkt? Jedenfalls ist es uralt. Die Tore sind in einem gigantischen Netzwerk miteinander verbunden. Das klingt so nach Star Trek. Verschiedene Dimensionen verbinden. Nee, anderes Ding. Nicht Star Trek, sondern Stargate. Und Sie kommen von wo genau? Von der anderen Seite? Also, es ist so, und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel für Sie. Ich bin vor einiger Zeit hier gestrandet. Ich muss unbedingt weg, nach Hause. Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Es ist nicht so, dass es mir hier nicht gefällt, aber wenn ich nicht gehe, muss ich sterben. So einfach ist das. Wie Sie vielleicht bereits vermutet haben, habe ich Ihren Lotteriegewinn arrangiert, um Sie hier hinzubekommen. Nochmal zum Mitschreiben, bitte. Also, um das Portal zu steuern, braucht man ein spezielles Gerät. Bei mir zu Hause nennt man es den sogenannten Quantendiskriminator. Den bekommt man eigentlich im Einzelhandel, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man selbst einen baut. Deshalb Ihre Formeln, Ihre Berechnung, um die Frequenz zu finden. Allerdings ist der ganze Prozess nicht ungefährlich. Man kann damit den ganzen Planeten vernichten, wenn man nicht aufpasst. Und das genau ist es, was Sie gerade machen. Genug geplaudert. Verschwinden wir. Okay. Kapitel 4. Transdimensional Homesick Blues. Langsam wird's öde. Schon wieder diese Dunkelheit. Wir sind alle nur Marionetten, Herr Tenhauser. Von links hört man ihn. Da ist er. Sie sind nur eine Spielfigur in meiner neuen Erzählung. Aha. Wir sind gerade nicht ernsthaft aus der Telefonzelle gestiegen. Doch, na klar. Welchen Weg hattet ihr denn genommen? Das muss ich nicht beantworten. Wie ist es dort? Auf der anderen Seite, meine ich. Anders. Kann ich nicht so gut beschreiben. Bitte, versuch's. Wie fühlt sich das an, dieser Übergang, meine ich? Hans, wir haben jetzt keine Zeit dafür. Bitte, ich muss es wissen. Stell es dir vor wie ein Riss, eine Art Kreuzung in der Raumzeit. Dein Verstand versetzt sich in einen Zustand nahe der Transzendenz. Keine Gedanken, keine Wörter, keine Töne oder Bilder, keine Wahrnehmung des eigenen Selbst. Und plötzlich, bam, siehst du Milliarden und Abermilliarden von Möglichkeiten vor dir explodieren. Du musst mir später unbedingt mehr darüber erzählen. Ich will alles wissen. Pass auf, du weißt es vielleicht noch nicht, aber du bist etwas Besonderes. Du bist anders. Bitte hilf mir. Hilf mir, einen Weg nach Hause zu finden. Und hilf deinen Leuten hier, indem du diese Frau aufhältst. Ich glaube, sie hat keine Vorstellung, mit welchen Gefahren sie da hantiert. Eure Welt gerät in Auflösung. Alles gerät in Auflösung. Wir müssen sie aufhalten. Aber wie? Wir brauchen einen Quantendiskriminator. Ich möchte mich am liebsten in Luft auflösen. Zu spät. Tut mir leid, ich muss mich kurz hinlegen. Wir können zu mir aufs Zimmer. Das wäre toll. Also, wenn das okay wäre. Mir nach. Sind hier jetzt ein Paar? Das klang zumindest so.
So. Nach Lektüre deiner Pläne habe ich eine ungefähre Vorstellung. Es klingt total verrückt, aber es könnte funktionieren. Wir müssten hier und da improvisieren. Ich habe ein paar Metallreste gefunden und daraus ein Gehäuse für das Gerät gebaut. Na dann, los geht's. Uns fehlen leider ein paar Bauteile. Okay, was fehlt? Erstens, wir brauchen eine Energiequelle. Energiequelle. Eine sehr starke. Zweitens, ein Teilchenbeschleuniger. Teilchenbeschleuniger. Das wird eine harte Nuss. Drittens, ein potentes Kühlmittel. Sonst fliegt uns das Ding um die Ohren. Viertens, zu guter Letzt ein Eingabegerät, um das Teil zu bedienen. Okay, womit fangen wir an? Die Reihenfolge ist egal. Ich gehe ins Dorf und suche nach passenden Substituten für die fehlenden Bauteile. Gut, bringen Sie mir einfach vorbei. Ich bekomme die dann schon irgendwie zusammengetüftelt. Packen wir es an. Danke, Hans. Ach, er löst sich. Er löst sich in so Glibber auf. So ist es nur auch wieder nicht. Du bist toll. Du solltest wissen, dass ich ewig dankbar bin, dich getroffen zu haben. Unter Berücksichtigung der Umstände ist Sterben vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Sag doch nicht sowas. Selbst wenn ich das hier nicht überstehe, du musst sie aufhalten. Versprochen? Ich mache mich gleich auf die Suche. Was ist das? Ein leeres Gefäß. Kann er es mitnehmen? Ja. Hier sind noch mehr. Eine kleine Menge Hydrinos. Ach so. Selbstdichtende Schaftbolzen. Okay. Da ist noch was. Interphasen-Spulenschlüssel, Quantenflussregulator, ODN-Koppler, Schere. Benzinpulver. Ein Auszug aus Tonklins Notizen. Das ist der Werkzeugkasten, den mir Trude geliehen hat. Okay, das sieht aus wie so eine Knarre. Was ist das für ein Glibber? Ist das Blut? Oh, mein Körper desintegriert. Wie meinst du das? Das war abzusehen. Das hat man davon, wenn man sich zu lange in fremden Dimensionen herumtreibt. Tut es weh? Ja. Ganz trocken und kurz. Ja. Haben wir eigentlich noch die Angelrute, haben wir auch noch. Spitzhacke haben wir noch. So ein Ticket. Ich gehe mal runter. Trude? Na, Professorchen, haben Sie sich die Gegend ein bisschen angeschaut? Das kann man wohl sagen. Sie können die Polizei abbestellen. Was ist passiert? Ich habe meine Aufzeichnungen zurück. Aber der Kommissar ist bereits auf dem Weg. Na, dann sagen Sie ihm ab, sobald er hier ist. Wie Sie meinen. Ich wollte Ihnen die Angel zurückbringen. Super! Hat einer angebissen? Sozusagen. Hier im See ist einiges los, das sage ich Ihnen, Professorchen. Erst gestern habe ich so einen großen roten Hering gefangen. So, ich suche eben Ihr Pfand. Ah, so, bitte sehr. Hier ist Ihre Pfeife. Pfeife? 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 Na, Ihre Pfeife. Das ist nicht meine Pfeife. Nicht Ihre Pfeife? Na sicher ist es Ihre Pfeife, Sie Pfeife. Wenn das meine Pfeife wäre, wüsste ich davon. Ich hatte Ihnen was ganz anderes als Pfand dagelassen. Aha. Was soll das gewesen sein? Mein Massagestab. Ihren was? Einen Massagestab habe ich hier nicht. Wie gesagt, hier ist Ihre Pfeife. Das ist kein Massagestab, das ist... Danke. Deswegen gibt sie den auch nicht wieder. Das ist... etwas für Erwachsene. Mein Gott. So. Die sitzt ja immer noch davor. Hi, Leni. Was gibt's Neues?
Heute ist der große Jubiläumsmarathon von Twilight Area. 12 Stunden am Stück. Draußen ist das große Dorffest. Hast du nicht mal Lust auf die echte Welt da draußen? Die echte Welt ist da drin. Siehst du sie nicht? Das ist nicht die echte Welt. Das ist eine Fernsehsendung. Ich überleg's mir. Jetzt muss ich aber erstmal weitergucken. Sie ist wieder in einer Art Trance. Eine neue Episode von Twilight Area. Da ist eine braunsche Röhre drin. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator gebrauchen. Aber die Kleine wird für immer traumatisiert, wenn ich ihren einzigen Freund auseinanderbaue. Das bringe ich nicht übers Herz. Na toll, dafür löst sich dann der andere Typ da oben auf, oder wie? Sie ist wieder in einer Art Trance. Oh, da ist was Neues. Aber diesmal keine Fliegen, ja? Wir haben irgendwas mitgenommen. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Hey, aber diesmal sieht's doch gut aus. Ist da noch was? Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Nein, diesmal sind ja keine Fliegen da. Können wir eigentlich da rein? Weil den Schlüssel haben wir ja immer noch nicht. Verschlossen. Warte. Er hat gesagt, an dieser Uhr ist etwas komisch. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Gehen wir mal raus, wir gucken mal, was in der Stadt so los ist. Da könnten wir vielleicht was an der Statue finden oder... Da... Okay. Okay. Was ist das denn? Herr Tenhauser? Treten Sie näher. Hallo. Woher kennen Sie denn meinen Namen? Ja, ist ein kleiner Ort. Penelope Hades. Meine Schwester und mir gehört der Bootsverleih vorne am See. Gibt's hier was zu gewinnen? Als Hauptpreis winkt eine ganztägige Bootsfahrt auf der trüben Lanke. Was kostet ein Los? Ein Los, 50 Pfennig. Leider sind schon alle Lose verkauft. Schade. Tut mir leid. Sure. Ich muss weiter. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es Zuckerwatte. Alter, was ist los mit den Leuten? Können keine Zuckerwatte leiden, kein Kirschkuchen, kein Kaffee. Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. So. Geht gleich los, Kumpel. Freiherr Otto Titan von Trüberbrook-Sülz. Wiedervereint mit seinem Kater Klaus. Mein Herr? Herr Tannhauser, schön Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wie geht's Klaus? Er ruht sich aus, mein treuer Klaus. Genießen Sie das Fest? Ja, sehen Sie nur. All die Lichter, die wundervolle Musik. Das aber wirklich ist schön. Mein Trüberbrook, so wie ich es am liebsten habe. Ist aber wirklich schön. Haben Sie schon mal den Namen Lazarus Taft gehört? Taft? Ja, ein echter Tunichtgut. Ich habe ja nichts gegen Fremde. Schon gar nicht, wenn sie als Touristen herkommen. Aber dieser Taft war mir von Anfang an suspekt. Wenn Sie mich fragen, lassen Sie sich bloß nicht mit ihm ein. Oh, da sagen Sie was. Es war mir ein... Bis bald. Das finde ich aber schön hier. Gebrannte Mandeln. 10 Pfennig. Einmal gebrannte Mandeln, bitte. Einmal gebrannte Mandeln, kommt sofort.
Bitte sehr, der Herr. Oh, okay. Was ist das? Ach, so ein Schlagding. Ja. Kommen Sie ran! Wollen Sie Ihre Muckis testen? Der hat gar keine. Welche Muckis? Naja, das war ja schon mal nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden Ihnen vielleicht ganz gut tun, ne? Immer dran denken, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Mhm. Das stimmt. So. Nee, aber mit dem kann ich reden, oder? Er trägt einen Violinenhals als Holzbein. Okay, das ist cool. Ahoi! Schön hier, oder? Ja, sehr. Was macht ein Matrose hier draußen auf dem Land? Ich bin eigentlich kein großer Freund von Wasser. Bin einfach nur froh, meine Füße im Trockenen zu haben. Aber ist das nicht ein Matrosenanzug, den Sie da tragen? Ja, und? Also, Sie haben Angst vor Wasser? Ei, Thalassophobie. Alles fing an, als ich noch ein Junge war. Damals zu Hause an einem schönen Sommertag. Ich war gerade planschen im See, als mein Onkel Ulf plötzlich mit dem Hintern voran zu einem ungestümen Sprung ansetzte. Sein gigantisches Gesäß stürzte wie ein Meteor auf mich herab. Der Anblick verfolgt mich bis heute. Damals bin ich fast ertrunken. Heute bin ich mir sicher, das muss der Moment gewesen sein, in dem ich diese schreckliche Angst vor Gewässern entwickelt habe. Wenn Sie die Frage gestatten, wieso sind Sie überhaupt zur See gefahren, wenn Sie so große Angst vor Wasser haben? Das habe ich mich auch oft gefragt. Meine Mutter hat darauf bestanden, mich meinen Ängsten zu stellen. Also bin ich Seemann geworden. Das ist verwirrend. Frag mich mal. Was ist mit Ihrem Bein passiert? Tja, das war bei meinem zweiten Job als Klavierspediteur. Was? Ich möchte nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber dank der Barmherzigkeit eines reumütigen Instrumentenherstellers konnte ich mir dieses hübsche neue Bein hier leisten. Und aus meiner frühzeitig abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversicherung beziehe ich eine ansehnliche Invalidenrente, die mich über die Runden bringt. Weit, weit weg von der rauen See. Das ist eine schöne Geschichte. Oder ist es eine traurige Geschichte? Ich bin mir nicht sicher. Beides. Ich muss dann... Pass auf! So, jetzt sind wir wieder am See. Und hier ist aber nichts. Oh doch, hier ist der Stand ist offen. Der Hades-Stand. Hier geht's zurück. Oh, was liegt denn da? Ein Ticket für die Tombola. Heute ist wohl mein Glückstag. Yay. Was ist das? Die Laterne flackert unruhig. Klassischer Fall von Lichtverschmutzung. Ach, komm, stell dich nicht so an. Das ist total schön. Das ist voll die Mimose, ey. Tretbootverleih. Eine Stunde. Okay, aber kein Tretboot. Irgendwie habe ich das Gefühl, der bleibt immer irgendwo hängen. Kann ich hier eigentlich jetzt was machen? Ich frage mich, was das ist. Oh! Was ist das? Ach, die Pfeife. Ach, das ist so eine Pfeife! Ich dachte die ganze Zeit, das ist so eine Pfeife, die man rauchen kann. Kommt, put.
Und was bringt mir das jetzt? Ups, ich habe sie wohl zu viel gefüttert. Was hat mir das jetzt gebracht? Aha. Was? Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. Oh, kann ich es jetzt auswählen? Glühwürmchen. Willst du mich verarschen? Okay. Eine geteilte Nation. Ah. Bis zur nächsten Stadt sind es zig Kilometer. Das spielt ja vor der Wende. Deswegen eine geteilte Nation. Und Berlin ist im Osten. Oh Gott, ey, Berat, du bist so doof. Meine Güte. Ich frag mich die ganze Zeit so, hä? Welches Bundesland soll das denn darstellen? Es könnte Hessen sein, Baden-Württemberg, so von der. Vielleicht vorher irgendwie, weil es ja in den 60ern spielt. Jetzt check ich's erst. Das ist Westdeutschland und das da oben ist Ostdeutschland. Scheiße. Oh, ich bin still. Gott, ey. Und dass das auch keiner anspricht. Ich gehe wieder zurück. Ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Ich weiß nicht, warum ich die Vögel jetzt gefüttert habe. Treten Sie näher. War das ein Gimmick? Jedes Los ein Gewinn. Garantiert keine Nieten. Als Hauptpreis winkt eine ganztägige Bootsfahrt auf der trüben Lanke. Bootsfahrt, 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 Bootsfahrt. Bootsfahrt, Bootsfahrt, Bootsfahrt. Hier, ich habe ein Los gefunden. Na sowas, die Glückspilz. Schauen wir doch mal nach, was Sie gewonnen haben. Okay, halten Sie sich fest. Hier ist Ihr Preis. Eine Dose Katzenfutter. Was? Zur Verfügung gestellt von der Trüberbrücker Werbegemeinschaft e.V. Hui. Schönen Dank. Viel Spaß damit. Warte. Katze. Katzenfutter. Mein Herr? Herr Tom. Die Freude ist ganz auf. Ich habe Sie bei der Tombola gesehen. Haben Sie was gewonnen? Ich habe ein paar Wanderschuhe gewonnen. Oh nee. Sehen Sie mich an. Wohin sollte ich denn noch wandern? Der Ärmste. Sie hingegen, Herr Tannhauser, wirken wie jemand, den gerne mal die Wanderlust packt. Oh, im gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Ja, ja, so war das. Und Sie? Hatten Sie Glück mit Ihrem Los? Ich habe das hier gewonnen. Sagen Sie, ist das vielleicht Katzenfutter? Ich frage für meinen Kater Klaus. Er liebt Katzenfutter. Würden Sie vielleicht tauschen? Was schwebt Ihnen vor? Sie überlassen Klaus und mir diese köstliche Dose Katzenfutter und ich schenke Ihnen im Gegenzug dieses neue Paar Wanderschuhe, Größe 48. Also, was meinen Sie dazu? Ja, natürlich. Hallo? Was soll ich mit Katzenfutter? Machen wir es so. Sie werden es nicht bereuen. Aber hier hat sich nichts verändert. Was ist eigentlich hier oben? Ich habe Wanderschuhe. Die Frau hat keine Schuhe an. Würde ich fast sagen. Man kann über das ganze Tal schauen. Was sich am anderen Ufer befindet, bleibt ein Geheimnis. Machen wir noch eine Aufzeichnung? Ein Aussichtspunkt weiter oben im Ort bietet einen herrlichen Ausblick über das ganze Tal.
An die Reling gelehnt, die Nase im Wind, kann ich den Blick bis zum anderen Seeufer und in die Berge schweifen lassen. Ist wirklich schön. So, aber ich würde sagen, bevor wir die Dame hier ansprechen und ihr unsere tollen Wanderschuhe andrehen, da sie ja keine Schuhe anhat oder nur einen Schuh, keine Ahnung, machen wir eine kurze Pause. Machen wir einfach eine kurze Pause und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Abo dalassen oder einen Daumen hoch. Kommentar auch. Sehr gerne. Und ich freue mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Trüberbruck. Vielen Dank, macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.